Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Teil von dem Piratenabenteuer Risen 2. Wir sind auf der Suche nach dem Piratennest, beziehungsweise wir suchen nach einem Eingang. Wir wurden beim letzten Mal harsch abgewiesen, weil wir das Vertrauen von diesem lustigen Türsteher nicht erwecken konnten. Also müssen wir jetzt einen Weg drumherum suchen. Meine Güte, und hier sind wieder vier so Krallenaffen. Wo ich jetzt schon wieder vor Angst habe, dass wir sterben. Aber natürlich, mit der krassen Knarre, ey, da ist, nicht gut Kirschen essen. Ich hätte mal gern langsam was zum Anziehen. So Piratenhut und so, aber da müssen wir anscheinend erstmal da rein. Aua. Es wird auch so langsam dunkel. Da ist wieder so ein Killcam-Dingsbums. Mistviecher. Und ich habe mich auch mal so ein bisschen durch die verschiedenen Tests gelesen und durch die verschiedenen, Bewertungen, weil ich schreibe ja auch selber Tests und so weiter und also zum Beispiel die PC Games und so vergibt 86%, was ich bis jetzt, also ich kann das Spiel nach, keine Ahnung, den paar der Stunde oder was weiß ich, wo ich das Spiel gespielt habe, noch nicht so beurteilen, aber 86% glaube ich ist ein bisschen viel, die Eurogamer geben 80% und das ist glaube ich ganz gut, aber dann kommen so Leute daher, vor allem die amerikanische Fachpresse und die hauen dem Ding hier eine 58% rein. Zum Beispiel ist es RPG-Fans und so und IGN gibt, glaube ich, sowas im 65%-Bereich und das ist echt lächerlich. Also ganz ehrlich, ich kann ein Spiel natürlich nach einer Stunde oder so noch nicht beurteilen. Das ist klar, das habe ich eben schon erwähnt. Wir sollten mal eine Fackel ausrüsten. Aber wenn ich das jetzt schon sehe, dann es ist niemals ein 65%, also beim besten Willen nicht. Ich warte noch ab, aber ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt besonders mega in den Keller geht. Wo sind jetzt unsere blöden Fackeln da? Das ist das Spiel natürlich, wo... Achso, muss man die einzeln... Hä? Wie benutzt man die denn? Dass das Spiel natürlich kein Skyrim ist, darüber brauchen wir nicht zu reden. Achso, geht das. Oh nein, sind die dann weg oder was? Das ist ja mal blöd. Okay. Dass das Spiel kein Skyrim ist, ist ja klar, aber das muss es auch nicht sein. Was soll denn das? Wie gesagt, ich finde das Piratenabenteuer hier sehr erfrischend und ich freue mich, dass ich mir das Spiel gekauft habe. Über die kleinen Grafikfehler kann ich bis jetzt noch hinwegsehen. Ich warte einfach darauf, bis vielleicht so ein kleines Grafik-Update kommt. Dann ist doch alles super. Ich habe genug Stunden in Skyrim verbracht und deswegen brauche ich jetzt auch noch nicht... Skyrim-Klon. Das war auch der Grund, warum ich kein Kingdoms of Amalur gespielt habe. Natürlich war es kein Skyrim, aber Kingdoms of Amalur kam mir zu knapp nach Skyrim. Also es kam natürlich im Februar und das ist, wow, 2 Monate her, aber, oder es ist 2 Monate dahinter gewesen, aber trotzdem, es war mir dann zu knapp und deswegen habe ich Kingdoms of Amalur ausgelassen. Auch wenn es ja ein gutes Spiel gewesen sein soll. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt mittlerweile schon wieder richtig Bock auf ein Rollenspiel, weil Skyrim hing mir langsam so ein bisschen zum Hals raus. Und da ist Risen 2 doch klasse. Und vor allem für euch ist das auch was Schönes, weil so ein Rollenspiel ist natürlich sehr lang und da habe ich immer viel zu erzählen und viel zu palabern. Und vor allem, bis man hier mal alles entdeckt hat, oder die vergehen doch einiges an Parts und so. Hey, wo kommst du denn her? Wollte Fans dich nicht reinlassen? Ich? Na, mir ist es egal. Ich leg bald wieder ab. Wo geht's hin? Das geht dich nichts an. Nur die Mannschaft erfährt, wo es hingeht. Gehörst du zu Stahlbarts Crew? Ei, Stahlbart ist verflucht nochmal der beste Captain, den es gibt. Und wenn er 1000 Flüche auf sich lädt, ich segle mit ihm bis ans Ende der Welt, wenn es sein muss. Stahlbart ist verflucht? Seit wir damals diesen Tempel geplündert haben, kommen überall, wo wir an Land gehen, diese Viecher aus dem Meer. Deswegen stehe ich auch hier rum. Bruce hat Ärger gemacht wegen der Viecher. Da hat der Captain zu mir gesagt, Blake, kümmere dich drum. Und das mache ich jetzt. Was kommt denn so alles aus dem Meer? Sandteufel und gepanzerte Krabben. Die Dinger sind echt zäh. Aber es gibt einen Trick, wie man sie am besten abmurkst. Brauchst du Hilfe? Kannst du denn feste treten? Was? Also, ohne dass du weißt, wie man mit den Viechern fertig wird, bringt das nichts. Ich kann es dir beibringen, wenn du willst. Wie kommt es, dass du hier alleine stehst? Bruce hat Curtis gesagt, er soll mir 2 Typen an die Seite stellen, aber das sind Säufer. Aber zur Not werde ich auch allein mit den Viechern fertig. Ein Pirat schlägt keinen guten Kampf aus, das solltest du dir merken.
Zeig mir ein paar Tricks. Ja, was willst du denn wissen? Ja, ich finde das ganz cool, dass wenn man mit den Charakteren hier redet, die in der Welt rumstehen, dass man von denen so viel lernen kann. Nur leider, ich habe nicht genug Gold. Nur leider haben wir nicht genug Geld, um uns das beibringen zu lassen. Ich muss mir da noch ein bisschen was merken. Da geht's weiter. Wir gehen jetzt erstmal aber mal hier, sammeln wir nochmal die Blüte auf. Wir müssen uns dann einfach mal merken, dass wir hier dann wieder was lernen können. Und das, was ich jetzt natürlich als erstes oder was ich jetzt bis jetzt am meisten bemängeln würde, ist natürlich neben den Grafikfehlern vor allem die blöde Karte. Ach, die finde ich scheiße. Vielleicht, wenn man eine Karte von dem Gebiet findet, wird dann so reingezoomt. Das wäre dann super, aber das ist ja ansonsten echt Mist. So, mal gucken, was wir hier am Strand wieder finden. Hier gibt es Muscheln. Wir sammeln hier mal ein bisschen was auf. Kann ja nie schaden. Ey, da vorne ist eine Kiste. Eine Kiste. Ich bin ja so jemand, der sammelt immer gerne alles auf, was in der Welt rumliegt. Deswegen ist in meinem Inventar immer so total überfüllt. Und absolut vollgemüllt. Das ist immer das Problem bei mir. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Kiste. Mal gucken, was da drin ist. Da ist bestimmt wieder nichts Besonderes. Ja, ein bisschen Proviant, ein bisschen Gold. Okay. Oh, ein schönes Schiff. Jetzt machen wir uns doch mal auf den Weg zu den Piraten. Und springen dabei mit einer Arschbombe ins Wasser. Nein! Jetzt ist die Fackel aus. Kacke. Och, Mann. Nein. Hab ich voll verkackt. Ich Idiot. Oh, hier haben wir einen Schleifstein, oder? Sieht so aus. Da ist ein Pirat. Das ist eine Schmiede. Ich bin kein Schmied. Ah, ich bin kein Schmied. Aber der ist ein Schmied. Solange du hier bist, hast du nichts zu tun. Dann schlepp Wasser. Hey, ich will nur ein bisschen quatschen. Na wegen mir, aber mach schnell. Wie ist die Lage? Unsere Klingen sind scharf und unser Pulver ist trocken. Außerdem haben wir ein dickes Tor. Da kann die Inquisition ruhig kommen. Und wenn sie über den Strand angreifen? Ach, weißt du, wenn die Protektoren ein Tor sehen, dann greifen sie das auch an. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Aber die Mistviecher kommen aus dem Meer. Vor ein paar Nächten stand eine riesige Krabbe direkt vor der Kneipe. Wenn wir nicht aufpassen, holen sie uns noch im Schlaf. Was unternehmt ihr dagegen? Boost hat Stahlbart gesagt, er soll sich darum kümmern. Schließlich tauchen die Biester erst auf, seit er hier ist. Ist das so? Vielleicht ist es sein Fluch, vielleicht auch nicht. Wir werden es wissen, wenn er endlich wieder ablegt. Ja. Welche Waffe empfiehlst du mir gegen Krabben? Feste Stiefel. Du musst sie umtreten, dann fallen sie auf den Rücken. Mit welcher Waffe du sie dann umbringst, spielt keine Rolle. Ich brauche unbedingt Kohle. Das ist das Problem. Kannst du mir Schmieden beibringen? Du kannst Wasser schleppen. Ich brauche niemanden, der mir im Weg rumsteht. Ich will nicht für dich arbeiten. Ich will meine eigenen Klingen schmieden. Das ist unter Piraten nicht gerade sehr verbreitet. Die meisten wollen nur kämpfen. Also gut. Aber du musst bezahlen. Mein Wissen ist kostbar. Ja, gut. Also, da müsste ich auch Klingen auf 6. Largo. Largo steckt in Schwierigkeiten. Verarsch mich nicht. Ich kenne nur einen Largo. Und der ist nicht auf Takarigua. Ich habe selbst mit ihm geredet. Na, das ist ja ein toller Beweis. Ist klar, da bräuchten wir das Tuch. Gut, das bringt uns jetzt erstmal nichts. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Hier ist die Schmiede, das heißt, wir können hier schmieden lernen. Sehr schön. Die ganzen Piraten sind natürlich alle sturzbesoffen. So, da haben wir nochmal rohes Fleisch. Das können wir wieder zu Proviant verarbeiten. Such dir jemand anderen zum Reden. Okay. Ich habe genug eigene Sorgen. Okay. Ein schickes Strandhütchen. Ah, kann man nicht, würde ich nicht nein zu sagen. Und natürlich hey, so ein Schiff. Was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach Stahlbart. Dann sieh zu, dass du bei ihm aufs Schiff kommst. Wir haben schon genug Piraten, die sich hier niederlassen. Wenn Stahlbart ablegt, werde ich dabei sein. Gut, solange du hier bist, kannst du saufen. Also geh zu Boos und hol dir einen Rum. Was kannst du mir über Boos erzählen?
Junge, du bist nicht von hier, was? Boos ist der Mann mit dem Rum. Und der Mann mit dem Rum ist der Mann mit dem Gold. Er hat das alles hier aufgebaut. Und er bezahlt mich, damit ich darauf aufpasse. Und ich mag Gold. Kapiert, was ich meine? Ei. Ei. Das Morris? Hey, neu hier, was? Ich bin Morris, einer von Stahlbarts Männern. Was machst du hier? Nicht viel. Ohne Gold gibt's keinen Rum, keine Huren, gar nichts. Also hänge ich ein bisschen rum und halt die Augen auf. Erzähl mir was über Takarigua. Dieses Nest hier ist die größte Brennerei der gesamten Südsee. Früher hat das sogar mal was bedeutet, aber heute... Früher war alles besser, hä? Nicht alles. Aber Boos sitzt auf seinen Rumvorräten, als gäbe es bald nichts mehr. Und das war früher nicht so. Und ich musste nachts nicht aus dem ersten Stock springen. Was hast du getan? Ich wollte mir ein paar Flaschen Rum aus der Brennerei besorgen. Hab mich nachts hochgeschlichen. Aber Alistair, der alte Sack, hat mich erwischt. Ich konnte gerade noch über den Balkon entkommen. Schätze, das war Glück. Was soll denn daran Glück sein? Nicht nur, dass ich jetzt auf dem Trockenen sitze, ich habe auch meine halbe Ausrüstung verloren. Und ich habe nicht mal was, das ich bei Flanagan zu Gold machen kann. Aber warte, wenn ich den erwische, der jetzt mit meinen Klamotten rumrennt. Willst du nochmal nachts rein? Auf keinen Fall. Ich bin zu laut und zu ungeschickt. Aber ich habe einen Plan, wie es jemand machen könnte, der sich darauf versteht. Lass es mich versuchen. So? Hoffentlich bist du leiser als ich. Sonst wird's dir wie mir ergehen. Weißt du was? Ich verkauf dir meinen Plan für wenig Gold und du kannst die Beute behalten. Ja, Mann, ich hab kein Geld. So ein Scheiß. Wirklich, das ist doch echt ärgerlich. Ich bräuchte Gold. Aber ich komme ja an nix, weil... Ach Mann, ich drücke mal die falsche Taste, weil... Ich habe auch nichts, was ich verkaufen könnte. Das ist ja auch alles nichts wert, das, was ich hier gesammelt habe. Gut, Grog ist natürlich ein bisschen was wert, aber das war es auch schon. Da haben wir Hank. Da haben wir Bier. Ein Apple. Das sind wenigstens noch Humpen, ey. Da haben wir eine hässliche Bardame. Ey, die sind ja alle benannt, das heißt, ich kann wahrscheinlich mit allen... Meine Fresse, ist das ein Schwertfisch. Da kann ich wahrscheinlich hier mit allen reden, wa? Trink dir einen Rum und amüsier dich mit Holly. Oh, wow. Das war ein langes Gespräch. Das Bier nehme ich auch mal mit. Was soll das denn werden? Ups. Ah, Entschuldige. Ein neues Gesicht. Willkommen in Takarigua. Was führt dich her? Ich hörte, ihr habt ganz guten Rum. Ha, da hast du richtig gehört, Junge. Hier, die erste Buddel geht auf mich. Wie stehst du zu Stahlbart? Der alte Halunke ist ein übel riechender Halsabschneider. Ein rumsaufender Plünderer, ein todesverachtender Kämpfer. Aber... Ja? Aber trotzdem habe ich keinen Rum für ihn. Kein Rum? Du hast mir doch sogar einen ausgegeben. Junge, die guten alten Zeiten sind vorbei. Ich kann hier wohl eine Runde schmeißen. Aber ein Schiff beladen kann ich nicht. Woran liegt's? Zucker. Zucker und Wasser. Das sind die Zutaten, aus denen Rum gebrannt wird. Und jetzt rate mal, was wir nicht haben. Zucker. Bestimmt keine Gerste. Genau. Was ist mit dem Wasser? Wir kriegen's halt nicht. Dabei haben wir die Quelle gleich vor der Tür. Also, wenn du dich nützlich machen willst... Ich schlepp kein Wasser. Aber für eine ordentliche Bezahlung trete ich deinen Trägern in den Hintern. Das ist die Aufgabe von Curtis. Er weiß, was zu tun ist. Du brauchst also Zucker? Tja, der alte Jack kümmert sich normalerweise drum. An der Südküste der Insel. Am Rand des Dschungels steht ein Schmugglerturm. Wenn du was herausfinden willst, suche den Turm und sprich mit Jack. Mal gucken, was der uns beibringen kann. Was willst du denn wissen? Ja. Das ist Alchemie, würde ich mal sagen. Boah, da kann uns aber viel beibringen. Das ist übel, dass es hier alles Geld kostet. So, dieser Hank will uns bestimmt anpöbeln, so wie der hier rumläuft.
Steht für einen Schluck Wasser an der Kurve. Ahoi! Da heißt O'Brien. Smoothie auf der bärtigen Jungfrau. Ja, ich wollte es gerade auch sagen. Also auf dem Schiff würde ich nicht gern segeln. Total bescheuert. Eine ganze Nacht haben wir den Namen für das Schiff gesucht. Und da seid ihr nicht auf Eleanor oder Esmeralda gekommen? Tja, bei der Taufe war der Captain schon ziemlich betrunken. Ich will bei euch anheuern. Ah, wir nehmen dich nur mit, wenn... Ich es drauf habe, schon klar. Also, bringt es was, wenn ich dich verprügel? Wenn du den Smoothie umhaust, wird der Captain sauer. Aber beeindrucken wird ihn das kaum. Du kannst mich schlagen, aber nur im Saufen. Wie kann ich dich im Saufen schlagen? Willst du mir erzählen, du hast noch keine Sauferei mitgemacht? Keine Sorge, die Regeln sind ganz einfach. Erklär mir die Regeln. Wir saufen um die Wette. Jeder von uns trinkt 6 Flaschen. Wer zuerst fertig ist, gewinnt. Hört sich einfach an. Ist es auch. Solange du eine ruhige Hand hast, greifst du daneben und eine Flasche fällt um, kriegst du eine neue. Okay. Dann lass uns mal saufen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Wir können einfach so eine Runde saufen oder mit Einsatz. Wir saufen einfach so. Saufen wir einfach so. Setzen wir uns. Ach du Scheiße. Los geht's. Mist. Ah, verdammt. Wow. Wow, es ist schwierig. Wow. Gut gemacht. Gewonnen. Oh, das ist cool. Hier könnte ich... Also, du hast verstanden, wie es läuft. Dann könnte ich mir ein bisschen Kohle machen. Was kann ich noch tun, um den Captain zu beeindrucken? Besorg dir eine Karte und eine Schaufel und such dir einen Schatz. Aber meinen kriegst du nicht. Hast du deinen Schatz auf der Insel vergraben? Ei! Aber einem Grünschnabel wie dir werde ich bestimmt nicht meine Karte überlassen. Okay. Ich will dir nämlich erstmal alle Quests und so fertig, oder nicht fertig machen, sondern annehmen und dann will ich die nach und nach abarbeiten. Hast du nichts zu tun? Das ist nämlich, mache ich nämlich immer so, damit ich so eine Übersicht hab. Hey, gehörst du zu Bruce? Nein. Dann bist du einer von Stahlbarts Männern? Noch nicht. Hoi, bei dem Verfluchten willst du mitsegeln? Darauf müssen wir einen trinken. Spendierst du mir einen? Du kannst mich mal, nein. Was weißt du über den Fluch? Erst trinken wir mal einen. Klar, trink einen auf mein Wohl. So gefällt mir das. Sag mir, was du über den Fluch weißt. Man hört ja so allerlei von Wesen aus der Tiefe, die ihn verfolgen. Und seine Mannschaft, die steckt auch mit drin. Alle, die mit ihm segeln, sind schon so gut wie tot. An deiner Stelle würde ich auf das nächste Schiff warten, bei einem anderen Captain anheuern. Ja, wow, das hat uns jetzt viel gebracht, dass ich ihm was gegeben habe. Der Anfänger, das kann jeder sehen. Oh, ups. Reden wir mal mit der Holly. Hey, Süßer. Ich bin Holly. Wenn du was brauchst, sag es mir. Was kannst du denn anbieten, Holly? Was immer du willst. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und ich bin bereit, mein Wissen zu teilen. Wow, Grafikfehler. Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Was weißt du über Schätze? Ein paar sind auf der Insel vergraben. Pete ist auch mit einer Kiste losgezogen, aber er ist nicht zurückgekommen. Wer ist Pete? Curtis hat ihn beauftragt, das Tor zu bewachen. Aber Pete wollte unbedingt seinen Schatz verstecken. Er glaubte, ein gutes Versteck gefunden zu haben. Okay, das gibt dann auch Geld, wo wir Geld für brauchen. Wollen wir uns amüsieren? Junge, was Frauen angeht, musst du noch einiges lernen. Das glaub ich auch. Aber keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Ach, da können wir bestimmt Silberzunge. Zeig mir, wie ich überzeugender werde. An was hast du gedacht? Ja, okay, Gerissenheit ist es, aber... Okay, okay. Das ist richtig cool. Hey du, komm mal rüber. Ja, was willst du von mir? Ha? Besser, du gibst dem Schnorrer keinen Rum aus. Redest du von Mix? Ich trau dem Kerl nicht. Ist er keiner von deinen Jungs? Mix ist einer von Garcias Leuten. Es gab einen Streit zwischen den beiden.
Kassier ist abgehauen und hat Meeks hier sitzen lassen. Wer ist Garcia? Du kennst Garcia, den Gierigen, nicht? Er ist einer der Kapitäne. Einer, der sich mit Mara verbündet hat. Früher ist er mal mit Stahlbart gemeinsam gesegelt. Warum traust du Meeks nicht? Die ganze Zeit sitzt er in der Ecke. Aber nachts verschwindet er für ein paar Stunden. Ich weiß nicht wohin und ich weiß nicht, was er macht. Aber ich habe ein ganz mieses Gefühl bei dem Kerl. Ich kann rausfinden, was er macht. Aber unauffällig. Am besten du folgst ihm, wenn er das nächste Mal losgeht. Ich sage dir, wenn es soweit ist. Gut, das heißt, wir haben eine neue Quest. Darf ich da rein? Bestimmt nicht, ne? Oh doch, darf ich wohl. Bloody Mary rum. Oh nein! Oh nein, ich will ihn nicht töten. Scheiße. Schauen wir mal. Okay, gut. Es tut mir voll leid. Ich wollte den... Ah, da gibt's Minusruhm. Okay. Jo, jo, jo. Ich geh. Gut. Ich hoffe, der ist jetzt nicht mehr böse auf uns. Wenn du klauen willst, geh woanders hin. Okay, ist der wirklich nicht. Alles klar. Das heißt, es ist weniger schlimm als in Skyrim, wo man dann verhaftet wird und so weiter. Gut, das wissen wir jetzt zumindest. Das heißt, man braucht jetzt auch nichts neu zu laden. Man verliert dann ein wenig Erfahrungspunkte, aber das ist okay. Oder das heißt hier ja Ruhm. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt wirklich mal auf das Schiff gehen und mal vielleicht bei Stahlbart anheuern können und auch dann mal anfangen, die anderen Quests abzuarbeiten, würde ich sagen, war es das für diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Also haut rein, Leute.